Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin auf was gestoßen, was ich euch unbedingt zeigen muss. Und zwar ist es egal, ob ihr jetzt Feuerwehr, Rettungsdienst oder THW seid. Es geht darum, Nachwuchsgewinnung und was Besonderes für die eigene Organisation zu finden. Und da habe ich was für euch und das möchte ich euch zeigen. Das wird der Hammer und verbirgt sich in solchen kleinen Umschlägen. Alles klar? Los geht's! Also bei uns der Feuerwehr ist es immer gut, wenn man Nachwuchs hat, weil es ist wichtig, dass wir natürlich richtig einsatzstark sind und ordentlich was leisten können. Da ist natürlich immer gut, wenn man neue Ideen hat, wie man neue Mitglieder auf sich aufmerksam machen kann. Es gibt die verschiedensten Sachen, wisst ihr selber. Ich glaube, das Wichtigste ist, eine vernünftig harmonische Truppe zu sein, die nach außen immer lächelnd ausstrahlt. Das lockt von alleine. Aber es gibt jetzt auch was, was total super ist und was ich glaube, das ist für viele von euch ein Gewinn, weil es ist kein Risiko dabei. Also ich bin darauf gestoßen und zwar von der Firma Sticker Stars. Sticker, ich weiß nicht, früher aus meiner Jugend hat man so von Fußballstars Panini-Bilder und sowas gesammelt. Es gibt es jetzt auch für Feuerwehren. Und das Coole ist dabei, die ganze Sache ist für euch als Feuerwehr kostenlos. 0 Euro ohne Haken, ohne Vertrag, ohne nichts. Ja, so, deshalb wollte ich das mir mal zeigen. Die Freiwillige Feuerwehr in Soltau zum Beispiel, das ist irgendwie eine Dreiviertelstunde weg von Feuerwehr-Willi zu Hause, hat selber auch so ein Sammelbuch auf die Beine gestellt. Das heißt, die haben diese Firma Sticker Stars gesagt, jo, wir machen mit, registriert, zack, fertig. Genau, also man hat hier so zum Beispiel, ich habe hier schon ein bisschen fleißig eingeklebt, sieht man schon, hier sind ein paar Bilder von den Jugendfeuerwehrmitgliedern und schon ein paar Aktive und so weiter und so weiter. Hier sind Personen vorgestellt, Fahrzeuge vorgestellt, Feuerwehren vorgestellt. Dann hat man hier sozusagen in den verschiedenen Ortschaften die Bilder der Wehren. Und ich werde da noch ein bisschen weiter einkleben und man sieht ja die Fahrzeuge, ne, und die ersten Kameraden von den Ortswehren, verschiedene Löschgruppen. Das Schöne ist, wie gesagt, dass das nicht nur, natürlich in der Region ist das der Knaller, ich kenne das selber, ich bin selber in einer Zeitschrift in Gotzhorn, also in Langenhagen, in der Feuerwehr. Da bin ich selber drin, das kann ich euch gleich mal zeigen, das Bild. Der Streit der Willi, ne? Also ich weiß, bei uns war das so jetzt hier, oder ist es immer noch so, dass man Facebook-Gruppen gegründet hat und Karten getauscht, habt ihr die und die. Was hier schöner ist, bei diesen Sticker-Stars-Büchern habe ich gesehen, das ist durchnummeriert. Das heißt, wenn wir jetzt mal so ein Heftchen aufreißen, das können wir kurz mal machen. So, das, also diese kriegt man das verschiedene, gibt es verschiedene Variationen. Bei manchen man das so beim Einkaufswert ab 10 Euro gibt es ein so ein Paket. Andere kann man diese Kärtchen kaufen, was ich für 90 Cent oder sowas, ne? Und dann haben wir so die Karten drin. So, jetzt habe ich einfach willkürlich einen aufgemacht und man sieht dann hier so die Nummern. Unten steht jetzt 159 und so weiter und so weiter. Und das habe ich jetzt so gemacht, die sortiere ich immer so ein bisschen hier vor und dann blätter ich und klebe ein. Das macht auch Spaß, man muss genau einkleben und so, man muss das ein bisschen liebevoll machen. So, also man hat erstmal für die eigene Wehr eine super, super Aktion, wo wir alle Spaß dran haben. Dann glaube ich auch, wenn wir jetzt 2020 hier so ein Heftchen haben, das war in vielleicht 10 Jahren, 2030. Also jetzt wissen wir noch alles, wer da in der Feuerwehr ist. Ich glaube, 2030 sieht das schon anders aus. Wenn man dann so ein Heftchen zieht, das man natürlich voll hat mit allen Aufklebern, und dann sieht, ach, guck mal, der und die war auch da mit drin. Weißt du noch, oh Gott, haben wir, ist das eine super Erinnerung. Also das finde ich so einen Mehrwert für uns und so eine tolle Chance, sich mal ein paar Bücherchen voll zu machen und wie gesagt, sich dazu registrieren. Ich weiß von den Feuerwehren, dass das bereits neue Mitglieder gegeben hat, dass das super erfolgreich ist. Deshalb kann ich es kaum erwarten, euch endlich dieses Video zu schneiden und euch zu zeigen und darüber zu informieren, was es gibt. Also was man hier schon merkt, ist auch, das finde ich auch wichtig, wenn man sowas schon macht, sollte man ein vernünftiges Heftchen haben. Also man merkt hier vom Druck her, vom Papiergewicht, ihr wisst, es gibt verschiedene Papiergewichte und so, da merkt man schon, das ist was Richtiges, ne? Das ist ein richtiges Buch, das ist nicht so runterhängen wie so ein Lappen, das ist ein richtiges Heftchen, also richtig fast wie ein Buchcharakter und ganz toll gedruckt und sehr hochwertig. Ne? So was sehe ich natürlich auch schön. Hier so Gruppenbilder von den Feuerwehren, von den Kameraden, die diesmal alles gewuppt haben. Ne? Ehrenabteilung muss man natürlich auch Ehre erweisen und Ehre gebührt. Ne? Das Besondere, das Schöne ist natürlich auch, diese Fotos, so wie sie hier sind, sind nicht von den Leuten hingeschickt worden, sondern die haben die Sticker-Stars dann von den Leuten einzeln erstellt. Ne? Das heißt, da kommt ein richtig professioneller Fotograf dit, und das ist natürlich auch gerade sehr spannend für viele, wenn man das erste Mal mit einer richtigen professionellen Kamera fotografiert wird. Ne? Das ist natürlich auch was, was man nicht unterschätzen sollte, was die gerade Kinder und Jugendliche mega, mega stolz macht, wenn das irgendwann passiert ist. Ne? Kommen sie hier vor wie die Stars. Ich meine, sind sie auch. Sie sind ja schließlich in der Feuerwehr.
Na, den habe ich schon mal. Also ein paar Leute, obwohl ich die Soltauer Kameraden überhaupt nicht kenne, kenne ich doch schon ein paar. Und man sieht manchmal schon, wenn man jemanden doppelt hat, dann habe ich so einen doppelten Haufen. Dann ist das was, was man dann weiter verschenkt oder tauscht und so weiter. Ne? Also mir macht das total Spaß und habe auch schon schön Zeit verbracht, aber es ist wirklich eine Bereicherung. Wie gesagt, ihr könnt also sicher sein, wir wollen es auch gar nicht so in Länge ziehen. Guckt euch das mal an. Stickerstars, wie gesagt, der Link ist unten in der Beschreibung oder blende ich euch hier auch nochmal ein. Und wichtig ist mit dieser Endung dahinter, deshalb nimmt sie aus der Beschreibung, weil das wäre schön, wenn ihr da guckt oder das auch machen solltet, wäre schön, wenn ihr es wirklich durch mich erfahren habt, wenn ihr das auch mal so kennzeichnet, weil ich glaube, ich habe nämlich eine kleine Überraschung für euch, aber da will ich jetzt noch nicht so viel verraten und versprechen, dazu müssen wir ein paar Leute sein. Toll. Eine Rahmenbedingung ist eigentlich dabei, man sollte schon mindestens 100 Aktive sein oder 100 Leute, die diesem Album dargestellt werden. Ne? Also klar kommen natürlich noch die Fahrzeuge dazu, und aber man muss natürlich auch eine gewisse Anzahl von Stickern vorhalten können, dass auch dieser Sammelspaß entsteht. Und da ist halt diese Mindestanzahl von 100 gegeben. Ne? Ist das was für die Ewigkeit, für die Feuerwehr? Wie gesagt, finde ich eine ganz tolle Aktion. Danke an Stickerstars, dass das geht. Und ich würde sagen, ich werde jetzt auf die Internetseite gehen. Stickerstars natürlich auf meinen Link. Und werde mich jetzt erstmal dafür registrieren, selber auch so ein Buch zu machen. Super. Also wie gesagt, für euch nur zur Info, wenn euch das Video gefallen und ihr es interessant findet, drückt mal ein Gefällt mir, hoffe ich, und teilt das mal. Ich finde, das ist halt wichtig, dass alle die Chance haben, es zu machen. Und ich denke mal, es geht nicht nur für Feuerwehr, sondern auch für Rettungsdienst und THW. Vielen Dank an Stickerstars für den Tipp und ich finde das Weltklasse. Ich bin dabei. Bis dann, euer Feuerwehrlieb. Da ist kein Haken bei und deshalb hoffe ich auch, dass ihr das wirklich nicht missversteht, sondern einfach als Chance seht, für eure Feuerwehren das zu machen. Ich weiß nicht, wie lange es das so noch gibt oder auch kostenlos gibt. Das ist natürlich wahrscheinlich in der Anfangszeit auch wahrscheinlich ein bisschen einfacher, es kostenlos zu kriegen, weil es noch nicht so verbreitet ist. Aber ich denke mal, wenn die Nachfrage steigt, deshalb seid schnell und macht das so. Würde ich euch wirklich empfehlen. Also ich finde das eine super, super Idee, es zu machen.